Liebe Freundinnen, liebe Freunde, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie heute begrüßen zu dem zweiten Teil einer Serie Friede durch Erziehung, Peace through Education. Den ersten Teil haben wir vor einem Monat gehört. Ich glaube, einige von Ihnen waren dabei, ich auch. Das ist eine Serie, die von zwei lieben Freundinnen angeregt wurde und initiiert wurde, Frau Susuko Hirschmann und Sarah Grasberg. Ich bin sehr dankbar für dieses Thema Friede und über die Erziehung, weil ich als Mutter von 5 Kindern auch erlebt habe, dass die Lehrer und erziehende Personen sind wie zweite Eltern und werden von Kindern sehr respektiert und sehr ernst genommen. So, wir sind alle sehr dankbar für die Menschen, die sich in diesem Bereich einsetzen. Für die Kinder, für die nächste Generation. Ich glaube, dass diese Bedeutung gar nicht unterschätzt werden kann oder gar nicht überschätzt werden kann, vielleicht sogar vielerlei unterschätzt wird, die Bedeutung, die Lehrer und Pädagogen haben für die Zukunft unserer Kinder und damit für die Zukunft der Gesellschaft. Wir möchten den heutigen Abend beginnen. Das Thema, das besondere Thema heute ist, wie kann man Kindern helfen, Konflikte mit anderen Kindern zu lösen? Ich glaube, das ist ein überaus wichtiges Thema. Noch einmal wichtiges Thema. Wir leiden unter Konflikten in der Erwachsenenwelt. Und wenn wir als Kinder ein Werkzeug bekommen, wie wir umgehen mit Meinungsverschiedenheiten, mit auch Erlebnissen, Verletzungen durch andere, wenn uns da Eltern und Lehrer helfen können, dann haben wir sicher eine gute Handwerkskiste für die spätere Zeit, für die späteren Jahre. So, das ist etwas sehr Wertvolles, ein sehr wichtiges Thema. Und ich möchte jetzt am Anfang, bevor wir die erste Sprecherin zu Wort bitten, noch gerne Frau Susuko Hirschmann bitten, dass sie kurz erklärt, wie sie zu diesem Arbeitskreis gekommen ist, wie es zu diesem Beginn dieses Arbeitskreises gekommen ist. Susuko, the floor is yours. Das Wort ist bei dir. Guten Abend, liebe Gäste und liebe Freundinnen und Freunde. Und ich freue mich, Sie wieder begrüßen zu dürfen und ich danke Ihnen für Ihr Interesse an heutigen Online-Treffen Peace Through Education. Letztes Treffen haben wir von Frau Tanja Hirschmann und Frau Ingrid Hauseder zu dem Thema, wie kann man Kindern helfen, das Gefühl des Selbstwerts zu stärken, gehört. Und sie haben uns einige hilfreiche und praktische Tipps gegeben, welche wir in der Schule auch zu Hause umsetzen können. Als Rückblick möchte ich nur kurz zwei Punkte erwähnen. Und man soll über die Antwortung von Kindern nicht sofort richtig oder falsch beurteilen, sondern Kindern Zeit geben, damit die Kinder mit eigener Überlegung zu den richtigen Antworten kommen. Als Lehrer ist ein wichtiger Aspekt das Vertrauen von den Kindern, Eltern und zu gewinnen. Und besonders in einer Schule, wo es viele Kinder mit Migrationshintergrund gibt, würde das Projekt Elternschule von Frau Hauseder aufbaut, um das Vertrauen zwischen Lehrer, Eltern und Kindern zu stärken und Probleme besser lösen zu können. Wir sind heute sehr gespannt, welche Erfahrungen uns Frau Ingrid Grill und Frau Lie Murinet erzählen werden. So, danke schön. Danke, Susuko. Und damit kommen wir zu unserer ersten Sprecherin, die ich kurz vorstellen möchte. Frau Sigrid Grill, sie arbeitet in Wien, sie ist Diplompädagogin und arbeitet an einer Volksschule im 10. Bezirk, im Wiener 10. Gemeindebezirk. Das ist eine Gegend, wo sehr, sehr viele Menschen leben, die aus anderen Ländern zu uns gekommen sind, aus Verzweiflung, aus Not ihre Heimat verlassen mussten. Und Frau Sigrid Grill hat in ihrer Klasse die halbe Welt, also circa 15, 16, 17 verschiedene Nationalitäten durch die Kinder vertreten. In der Schule werden ungefähr 40 Sprachen insgesamt von den Kindern gesprochen. Und ich habe Frau Grill auch mehrmals schon in der Klasse besucht. Sie hat immer am Malwettbewerb für Kinder teilgenommen und es war immer eine sehr schöne Atmosphäre.
zu erleben, wie sie mit den Kindern umgeht. Die Kinder sind sehr lieb und wir haben immer eine schöne Zeit miteinander verbracht. So, ich freue mich auch schon sehr jetzt, Frau Grill, liebe Sigrid, über deine Erfahrungen im Lösen von Konflikten und im Umgang mit Alltagssituationen in der Schule zu hören. Liebe Sigrid, das Wort ist bei dir. Ich möchte mal einen schönen Abend wünschen allen und danke, dass Sie mich eingeladen haben, hier mitzuwirken. Und ich bin auch dankbar, dass ich mich jetzt auch nicht mehr vorstellen brauche. Also ich kann gleich damit beginnen, wie man Konflikte zwischen Kindern löst. Ich möchte zuerst einmal erzählen, wie kann man überhaupt als Lehrer verhindern, dass Konflikte entstehen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man einen äußeren Frieden, also einen Outer Peace schafft und einen inneren Frieden, einen Inner Peace. Unter dem äußeren Frieden verstehe ich, dass man zuerst eine Umgebung schafft, wo sich die Kinder wohlfühlen können, wo sie Frieden finden, wo sie sich entspannen können, wo es vielleicht viele Farben gibt, Blumen im Klassenzimmer und einfach eine Willkommensatmosphäre schafft, wie in der Familie zu Hause im Wohnzimmer. Also dieses sterile Klassenzimmer, die wir alle kennen, die wir auch hatten, als wir in die Schule gingen, ist eigentlich kontraproduktiv. Also das Erste ist einmal Wohlfühlen für Kinder. So, ich möchte jetzt kurz dann auch gleich zum Inner Peace kommen. Ich denke, dass das Allerwichtigste ist, dass man Liebe spürt, wenn man in eine Klasse hineinkommt, dass die Kinder spüren, in dieser Atmosphäre fühle ich mich wohl und bin geborgen. Jedes Kind möchte wertgeschätzt werden. Jedes Kind hat ein Recht auf Wertschätzung. Und ich würde sagen, es ist besonders wichtig, dass man individuell jedes Kind einzeln in seiner eigenen Welt abholt. Ja, also es gibt da oft viel zu viele Beurteilungen, wie ein Kind zu sein hat. Und das ist von den Erwachsenen sicher nicht richtig. Jeder Mensch ist etwas Besonderes und ist ein Geschenk Gottes und muss als solches behandelt und respektiert werden. Ich versuche das auch mit meinen Eltern, also mit den Kindern, mit den Eltern der Kinder, die dürfen zu mir in die Klasse kommen. Also ich habe nie eine Mutter oder einen Vater weggeschickt, wenn sie kamen, auch wenn sie um 8 Uhr kommen, ja, wenn der Unterricht schon beginnt, sondern ich spreche mit ihnen. Ich frage, was los ist, weil es ist immer irgendetwas dahinter, wenn eine Mutter oder ein Vater kommt. Und ich bin auch immer mit den Eltern in sehr starkem Kontakt. Also wir haben eine WhatsApp-Gruppe und dort dürfen alle Eltern schreiben und ihre Bedürfnisse ausdrücken. Jetzt möchte ich auch auf meine Benotungen eingehen. Also wie arbeite ich mit Ansagen, ja? Also ich finde es ganz, ganz wichtig auch, dass man den inneren Konflikt eines Kindes nicht hervorruft, indem man ihm schlechte Noten also gibt. Ja. Also ich gebe zum Beispiel, habe jetzt eine 2. Klasse und gebe eigentlich auf die Ansagen keinen 5er. Also wenn ein Kind wirklich so eine Leistung hat, dass es einen 5er dort stehen würde, schreibe ich den nicht hin, sondern schreibe zum Beispiel, du hast das schon viel besser gemacht als beim letzten Mal, mach weiter so, wir üben, wir helfen dir. Also wir sind, also ich bin so eingestellt, dass ich denke, dass auch Kinder nicht alle gleichzeitig gleich viel können, ja, weil die Entwicklung also nicht konstant ist bei jedem Kind. Und wenn ein Kind zum Beispiel schwächer ist, lasse ich es bei der Ansage nur 2 Sätze schreiben. Und die kann das Kind dann meistens sehr gut und ich lobe das Kind dann sehr und es freut sich und bei der nächsten Ansage schreibt es dann schon 3 Sätze. Also langsam Zeit lassen, ja, den Kindern Zeit lassen und ja, eher loben, als sie irgendwie maßregeln. Ich schaue auch sehr darauf bei den Ansagen, dass die Kinder sich nicht vergleichen. Es ist ein natürliches Verhalten, dass man sich vergleicht, aber ich versuche den Kindern zu lernen, okay, du hast das besser geschrieben, vielleicht hast du weniger Fehler, aber das andere Kind
braucht vielleicht noch ein bisschen Zeit und du kannst ihm ja helfen, du kannst mit ihm in der Pause üben und das passiert dann wirklich. Also es ist großartig, das zu sehen, wie man Kinder in eine positive Richtung bringen kann, wie, was sie für Freude haben, dass sie das, was sie schon können, den anderen, also mit dem anderen teilen können. Also das heißt, ich arbeite sehr stark, das Selbstbewusstsein zu stärken und versuche auch Geduld zu haben und zu warten und das Kind nicht zu drängen. Das Resultat daraus ist eine sehr hohe Lernbereitschaft. Also Kinder lernen wirklich dann viel mehr, bringen auch von zu Hause mit, zeigen den anderen Kindern, was sie gerade begeistert. Also es ist eine große Freude am Lernen dann. Das heißt, durch unsere Beurteilung entsteht genau das Gegenteil. Also es entsteht nicht Freude, sondern eine Frustration. Wie kommt es jetzt zu Konflikten? Also wenn es zu einem Konflikt kommt, was ist die größte oder die Ursache, die ich erkennen kann, ist der Stress. Und zwar haben die Kinder sehr viel Stress, also Leistungsdruck von zu Hause, den Hausaufgabenstress, in der Familie Stress. Und all dieser Stress kommt irgendwann heraus. Kinder fangen dann vielleicht zu streiten an. Und es ist einfach nur, man muss einfach nur schauen, dass sie sich beruhigen können, ja? Dass es eine ruhige Atmosphäre in der Klasse gibt. Zu den Tests noch kurz möchte ich Ihnen gerne erzählen. Also es gibt jetzt, ich bin eine zweite Klasse und es gibt in der dritten Klasse eine IKM-Testung. Das bedeutet, da wird getestet, also Deutsch, Mathematik. Und ich finde das zum Beispiel sehr schwierig für Kinder mit nicht deutscher Muttersprache, die an diesen Tests auch teilnehmen müssen. Also man muss das machen. Und die haben zum Beispiel 2 Jahre den AO-Status, das heißt, sie sind außerordentlich, bekommen keine Noten und dann nach 2 Jahren ist der AO-Status vorbei und dann müssen sie plötzlich benotet werden und nehmen an so wirklich schwierigen Testungen teil. Somit, das ist für mich jetzt, für meine Art des Unterrichts schwierig, weil ich ja individuell eingehe und das auch im Lehrplan steht. Aber wenn man dann das macht und die Kinder eben nicht so presst, hat man dann das Problem, dass man als Lehrerin dem ausgesetzt ist, sich rechtfertigen zu müssen, wenn ein Kind schlechter abschneidet. Das ist aber nicht mein Problem, sondern das Problem des Systems und ich weigere mich da eben, das alles zu übernehmen, was ich nicht für richtig halte. Ja. Also Lehrer muss in der Klasse Stress reduzieren, Kinder viel spielen lassen. Also das ist etwas, was ich sehr viel mache, dass ich längere Pausen mache und ich spüre so richtig rein, was braucht das Kind jetzt. Ja. Und wir haben auch etwas ins Leben gerufen, wir frühstücken einmal die Woche gemeinsam. Da bringen die Eltern immer sehr viel Essen mit und es wird gemeinsam verzehrt und gesprochen dabei und die Kinder freuen sich und es reduziert auch den Stress. Also im Prinzip geht es um eine Entschleunigung. Da bin ich jetzt bei einem Stichwort auch, das mir sehr wichtig ist. Also ich meditiere jeden Tag ein bisschen mit den Kindern und zwar haben wir eine Technik, wie wir die Energie auf einem höheren Level bekommen. Ich kann es Ihnen kurz zeigen, also wir machen so eine Bewegung über den Kopf hinauf und heben die Energie da hinauf, ja, und singen da ein Lied dazu, das heißt Schmetterling, Schmetterling, steige auf. Und am Ende dieser Übung machen wir alle Danke, ja, und dann lasse ich den Kindern sagen, okay, für was wollt ihr euch heute bedanken, ja, also dass den Kindern bewusst wird, es ist nicht alles selbstverständlich und sie oft sich für Dinge bedanken, wo ich lachen muss. Ja, sie bedanken sich für die Sonne. Ganz kleine Sachen oft, ja, die uns vielleicht als Erwachsene gar nicht auffallen. Und das schafft aber schon eine andere Energie. Dann haben wir viel Ruhezeit, wo wir auch einfach in Musik spielen und die Kinder legen sich so auf die Bank und entspannen sich. Dann habe ich immer wieder Theaterprojekte auch gemacht, wo Kinderrechte behandelt werden
oder ich habe Kinder dazu gebracht, dass sie an so Projekten teilnehmen, wo sie in Orchester spielen können und auch dann sogar auf Tourneen fahren können mit diesen Orchestern. Also ich versuche, das Schöne in den Kindern zu wecken, die Freude am Leben und was sie alles erreichen können. Also ich erzähle dann auch von diesen Kindern, die eben schon sehr viel erreicht haben aus vorherigen Klassen. Was ganz wichtig auch ist, ist, dass der Lehrer Ruhe ausstrahlt. Also ich als Lehrer muss das den Kindern vorleben. Sie müssen zu mir Vertrauen haben und ich versuche sie mehr zu loben, als dass ich eben mit ihnen schimpfe und sage dann eher, also zum Beispiel zu einem Kind, du bist, schau mal, der ist so brav, der sitzt schon, der macht das so toll. Und dann hören die Kinder automatisch auf, dass sie schlimm sind. Also wirklich, das funktioniert. Und jetzt noch zum Thema, weil wir ja das Thema haben, wie kann man den Streit vermeiden zwischen Kindern oder was machen wir? Also eine Technik, die ich mache, wenn Kinder Schimpfwörter verwenden, ich lasse diese Schimpfwörter nicht zu. Also es gibt in meiner Klasse kein einziges Schimpfwort. Es wird auch keines gesagt, weil die Kinder genau wissen, was dann passiert. Die müssen dann zum Fenster gehen, das Fenster öffnen und dann müssen sie das Schimpfwort aus ihrem Mund, ja, beim Fenster rausschmeißen. Und auch von ihrem Kopf, weil es ist ja auch im Hirn, im Denken und sie schmeißen das raus, ja, beim geöffneten Fenster. Und es ist wie ein Wunder, wirklich, es wird nicht geschimpft. Das funktioniert. Ja, das ist eine Methode. Dann eine andere ist auch, Ruhe zu schaffen. Zum Beispiel, ich lege die Hand auf meinen Kopf und alle Kinder machen mit. Und ich habe das jetzt auch schon in anderen Klassen gesehen, dass die Kollegen das nachmachen. Also ich sage nicht, seid still, seid ruhig, sondern ich stelle mich vorne hin, mache so. Und in kurzer Zeit, manchmal muss man auch ein bisschen warten, machen alle Kinder dasselbe und es ist ganz ruhig in der Klasse. Und man muss nicht laut werden, ja, man muss nicht schimpfen, man muss nicht sagen, sei endlich still, sondern das funktioniert perfekt. Und wenn Kinder miteinander streiten, hole ich mir beide Kinder immer zu mir her und jedes Kind erzählt dann, was ihn bedrückt, was es bedrückt. Und wir versuchen, eine Lösung zu finden. Wie kann man das Problem aus der Welt schaffen? Wie kann man es lösen? Und wir finden immer eine Lösung. Ja? Und dann entschuldigt sich das Kind und das andere auch, weil meistens sind eh beide beteiligt. Also wir schauen, dass wir immer in Frieden auseinandergehen, jeden Tag, dass nicht ein Konflikt hinausgetragen wird in die Welt sozusagen oder nach Hause in die Familie. Ja, das ist das, was mir jetzt einfällt. Ich hoffe, ich habe von der Redezeit passt das gerade. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören. Dankeschön, liebe Sigrid. Das ist sehr schön, dir zuzuhören, sehr anregend auch für mich. Und jetzt freue ich mich, dass wir eine zweite Rednerin begrüßen dürfen. Ich möchte dazwischen sagen, dass Sie alle Bemerkungen und Anmerkungen und Fragen, die schreiben Sie sich bitte auf. Wir werden dann nach der zweiten Rednerin Zeit haben, dass Sie die Fragen stellen durch Handzeichen. Es gibt diese kleine Hand am Computer. Und jetzt haben wir nach der Frau Sigrid, die schon viele Jahre an der Volksschule gearbeitet hat und arbeitet, eine jüngere Kollegin, Frau Lie Molinet. Ich glaube, sie versteht mich, wenn ich Deutsch spreche. Ja, Frau Molinet, wie ihr Name, ihr Familienname vielleicht manchen verrät, ist aus Frankreich. Sie ist dort aufgewachsen und hat auch dort schon als Volksschullehrerin gearbeitet. Seit 2019 ist sie in Österreich, weil ihr Mann ein Österreicher ist und lebt in Wien und hat auch hier ihre Karriere als Volksschullehrerin fortgesetzt an der französischen Schule in Wien oder an einer französischen Schule in Wien. Und Frau Lie wird aber in Englisch sprechen. Ich bin sehr froh, dass sie nicht Französisch spricht, weil dann würde ich sie jetzt gar nicht verstehen. Und ich glaube, dass die meisten von uns so weit Englisch können, dass wir ihr zuhören können. Und ich freue mich sehr, Lie, dir zuhören zu dürfen. Das Wort ist bei dir. The floor is yours. Thank you. Thank you, Renate. And thank you, Sigrid, also for sharing.
your experience. I will just share my screen and try my best to also answer the question. Can you all see my screen? Okay, so I have the difficult task to answer the question, how to help children resolve conflicts. And I think this is a very complex question, as a conflict can also be visible. You can see two kids fighting and okay, you can tell it's a conflict, but conflicts can also be invisible when it's more in the air. You see that maybe two people are more in tension and avoiding conflicts, or someone is actually enduring a situation and this is also a conflict. And also sometimes a solution that you might have as a parent or as a teacher works in a certain scenario, and then another time it doesn't work at all. So when I was trying to answer this question, how to resolve conflict, I was, I think it depends such in the different cases. So I actually prefer to answer the question, how to prevent conflicts. And that's more my job as a teacher. I want to set the right climate for my children to learn. And yeah, if you have a good atmosphere, a good climate, then you're less likely to have conflicts. And yeah, that's maybe some of you are parents, some of you are teachers, some of you are, I don't know how much it will relate as to, and we'll talk about more small children. I'm elementary school teacher, but actually in French system, it sort of starts from kindergarten. So this year I had 5 years old children to take care of. And yes, one thing that I do with them to how to prevent conflict is actually first to teach them about emotions. And I think it's relevant for small children, but also for adults, because a lot of things are happening inside of us that we might not know how to handle it as adults. So you can imagine for young children. And the first step would be actually just to learn the emotions at a certain small age. A lot is going on, and they might not know actually or even identify the emotions. And then also how to express or regulate the emotion, because maybe you have the picture of like small children, when they fight, they might get violent, but maybe because they don't have the words how to actually save the conflict in another way. And yeah, actually to understand your own emotions will also enable you to have better relationship with others, I think, in general for small children or for adults. So here is a little example of how I do teach emotions with my classroom. And so, as I said, they are 5 years old, so we do a lot of book readings, and here are some books I read with them on that teaches emotion. So first, through the books, the children can name the emotion and go like also understand what the character of the book is going through. So for example, the wolf or the little monster in this book, the Farben monster. That's Farben monster. Maybe you know about it. It's a little monster who is really confused, and the little girl is helping the monster to put each emotion associated to a color to one jar, and then you kind of name the emotion as well. And when we study the book, then we can also play it with the children as well. So in the classroom, we also have jar and then how do you feel today? And yeah, really try not just to read the book, but then to talk about it, let them talk, let them have role play, or also even just body observation. We put them in front of a mirror. How do you feel? How is your tension in your face? Or how's your hands, like if you're angry or more relaxed? And just to be more aware of how your body and how what's going on inside, then this is the first step to be able to regulate the emotion as well. And then how to express and how to regulate the emotions. So I think there's really thousands of ways of expressing the emotion or to calm down when, for example, the anger is too strong. I really like the example Sigrid said about also putting the thoughts away from the window, or
So usually I take a time with the children. We talk about each emotion. Okay, if I'm too joyful, what can I do? If I jump, and maybe then your parent might be exhausted or what to do, or if it's too much anger. And I'm not trying to give them the answer, but we have a talk together and see what we can do. So through sport or through meditation or relaxing. Or yeah, if I feel fear, for example, I can squeeze a teddy bear, or by drawing, if it's also hard at that age to have words, or all the kids, they can have a diary to write down the emotion as well. And we have also at school the wheel spin, where they can also point out either an image for the younger one or words. So yes, how to express and regulate the emotions. I think this is the first thing that I'm trying to teach for the children, to have a better understanding of themselves. And when this is taught, then you can also start teaching empathy and how to understand and know the emotions of the other. And why empathy is important is because it reduces the conflicts. So what we're trying to answer today as a question or misunderstandings, and it helped the behavior. And apparently, if you are more empathic, you are more successful in life as well. Some studies show this as well. So I do believe personally that all children, all humans have a certain trait of empathy naturally, that we all can have empathy to others, but it's also something we can learn and develop even more. So from a small age, so in the kindergarten class that I have, we can already be by sport. When we play sport, at first they all, of course, want to win. And I try to make games where they all win, all of them against the teacher, for example. But then bit by bit, okay, we make two teams. And when one team wins, how the other feels, or how to cooperate and how to bond together and be more empathic. Or how to focus on what you have more in common than what you have as a difference, because the more you can relate to the other, the less when you're angry, then the more you can forgive easily, or you won't maybe be that mad. So many, many different ways of teaching empathy. This is just small examples. And I wanted to share now one example of how to solve conflict that I did with 10-year-old kids. And this is called the clear message technique. So this is really a technique that we teach the children at the beginning of the year. We tell them, okay, when there is a conflict, I don't want that you come to me immediately, because actually the children come often for help for the adult, but when it doesn't evolve, when there's no violence or direct danger for the children, I try them to be the ownership of their relationship and to try to solve conflict themselves. So this clear message goes in four steps. And first, if a child have the feeling of a conflict, then he has to say it very clearly to the other person, I want to make a clear message with you. And they take the time, the two of them. So it could be even during the classroom, they go in the corridor and they have this time for a clear message. And then the person who asks for the clear message talk out the facts, that's the second step. And he just explained, you did that. For example, always tell me to play with you. And if I don't play with you, you tell me I'm not your friend anymore. And then the third step would be to talk the feeling. And when you say like this, it makes me feel sad. It makes me feel fear that I lose you as a friend. And he explains the feeling. So again, if you don't have the vocabulary for the feeling or the understanding of your own feeling, this exercise might be difficult. So this is something we do together. And then the last step is to find a solution together. And if they can't, then to find a solution with the help of a mediator, which can be a third peer in the classroom who has an objective point of view, or the teacher. And if there is also, like in the solution, is it what do you want that you have
something to repair, like also to say sorry, or is this enough just to say sorry, or do you change the situation and to really try to find solution together? And when we teach this method for the kids, the clear message, it's really something we do in the beginning of the year where we create also like a poster with the classroom that everyone knows. And then it's somewhere in the one wall of the classroom, they know the different steps. Okay, if we have conflict, what can we do before asking the teacher? So there's this four step. First, I want to say a clear message to someone. And second, I have to say the facts. Third, I say how it makes me feel. And fourth, how to find a solution together. So this works for children most of the time, but also I'm sure as adult or in a couple relationship, sometimes, instead of just saying it, when you first say, okay, I want to do a clear message, the other person is also listening and know that there is a conflict to be solved at that time. And usually next to the poster of how the clear message work in the classroom on the wall, next would be, next to that, I put vocabulary list on feelings as well. So again, if we worked on emotions before, so with the 5 years old, we talk more about the five different emotions, more like, okay, there is anger or sadness or joy. But with the older one, you can really go deeper. What is anger? It could be frustration, or anger could be also, I feel angry, but as sad at the same time. And it's much more complex. So to also develop the vocabulary to be as most precise as possible. So this is one example of something I learned in France, and we did it in 1 year. It doesn't work all the time, but at least it's something, a tool for them to learn and to be proactive in their conflict solving. My field is more with the younger children, but I didn't know who was coming tonight. So I also just wanted to mention Monica Toscano. I had the chance to have a workshop of 2 days with this lady. She's a psychoanalyst and specialist in adolescence, so more for teenage. And she really tackled the issue of bullying. So this is the next step also of conflict. And I think a situation that is very common in, unfortunately, I know in France, probably in Austria as well, I don't have the statistics, but in schools, yeah, the bullying can be something. And also to just mention it tonight, she has many lectures for teachers or for parents, so more for the teenage group age. And she talks a lot about dynamics of the group, and that sometimes you see a conflict and it's not just two people, but there is a whole mechanism behind it. So the group plays a whole importance, and also the belonging, a lot of the importance of belonging. The one actually who's mocking the others, for example, or who's hurting the others, often when there's one who does that, someone else might join, but more because if I'm the one who bully the others, I won't be the one who will be bullied. And there is a whole thing going on. And so conflict can be much more than just, you did that and I didn't like that, but big thing. And it was very interesting for me to listen to that workshop. So if you want to look more, you can find on the internet Monica Toscano. And she also explained a lot about the importance of setting limits to the children. And apparently we are in a society where limits are less and less given to the children. And so she emphasized this point again, that actually limits is to create order. And when you have order, you can be calm and you can think or learn in the school, but you can also love more than if you don't have the limits. So so this is just 2 points that I got from the lectures from her, but there will be much more to say, but I think my time is maybe over. So yes, thank you so much for listening. Thank you very much, Lia. Herzlichen Dank. Das waren unglaublich wertvolle Punkte. Du hast